Update September 2023. Herbsteindrücke vom tropischen Bach. Alles ist anders und doch wie immer. Tropische Aquarienbewohner mitten in Europa. Dranbleiben. Aus dem Wasser steigen Nebel in den kalten Wintertag und an den Ufern liegt kein Schnee. Noch spannender, die Frösche quaken mitten im Winter. Eine wirklich spezielle Szenerie. So berichtete ich im Februar 2023 vom tropischen Bach im Alpenland. Wenn ich in der Nähe bin, schaue ich immer wieder einmal vorbei, so auch jetzt im September des gleichen Jahres. Im Wechsel der Jahreszeiten ist ein Alpenbach sowohl über- als auch unter Wasser extremen Veränderungen unterworfen. Doch hier ist das alles anders. Während sich die Überwasserwelt mit all ihren jahreszeitlichen Extremen zeigt, geht es in diesem Bach völlig anders zu. Denn das Wasser hat eine natürliche Heizung. Aus der Quelle strömt er mit gut 25 bis 29 Grad Celsius und so hält er sommers wie winters auf einer Strecke von mehreren hundert Metern die Temperatur deutlich über 20 Grad. Eine ehemals ansässige Zierfischzucht und Wasserpflanzengärtnerei, die bis vor etwa 40 Jahren das warme Wasser in ihren Gewächshäusern nutzte, hat aus Leichtfertigkeit für die initiale Impfung mit tropischen Wasserorganismen gesorgt. Doch auch die lokalen Aquarianer tun bis heute das ihrige dazu. Und so sieht man bei regelmäßigen Besuchen immer wieder einmal neue, völlig unerwartete Arten aufblitzen. Doch nicht allen bekommt das recht harte Wasser und so verschwinden auch viele Arten wieder. Einer der ältesten, ja dauerhaftesten Bewohner ist eine Unterart des roten Buntbarsches aus der Gattung Hemichromis. Über die genaue Zuordnung dieser Art wird immer wieder spekuliert. Aber angesichts der Tatsache, dass diese Gattung auch in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet einer dringenden nomenklaturischen Revision bedarf, wäre das allzu spekulativ. Mir erscheint jedenfalls sicher, aus all den introduzierten Unterarten von Hemichromis bimaculatus hat sich hier im Bach über viele Jahrzehnte eine sehr homogene, an die Umstände angepasste Form dieser schönen Barsche etabliert. Die allerdings ist, was die Farbenpracht betrifft, weit entfernt von dem, wie man sie üblicherweise aus den Aquarien kennt. Möglicherweise ist dies auch eine Reaktion auf die ins alkalisch tendierenden Wasserwerte, sind sie doch ursprünglich in eher saurem Milieu unterwegs. Bis um die Jahrtausendwende wurden auch regelmäßig sich selbst erhaltende Bestände des Fünffleckenprachtbarsches im Bach beobachtet, die ebenfalls zur Gattung Hemichromis gehören. Diese Hemichromis fasciatus sind seit dem Jahre 2000 de facto verschwunden. Meines Erachtens hat dies mit einem neuen Invasor zu tun, dem Zebrabuntbarsch. Diese munteren Gesellen aus der damaligen Cichlasoma-Gruppe werden heute der Gattung Amatitlania zugeordnet. Der Zebrabuntbarsch mit dem Artnamen Nigofasciata ist im Aquarium sehr produktiv und durchsetzungsstark, weshalb er wohl notgedrungen auch den Weg in den Bach fand. Auch hier im Bach zeigt er sich trotz bescheidener Größe kompromisslos und ist seit etwa 20 Jahren mit dem roten Buntbarsch zusammen der Chef im Ring.
Ja, selbst jetzt im Herbst kann ich im Gegensatz zu den roten Buntbarschen noch viele Paare der Zebras finden, die ihre Jungtiere führen. Hier übrigens das typische Verhalten, Gegenstände am Boden wegzuzerren, um dem Nachwuchs versteckte Wasserorganismen aufzuzeigen. Die Zebrabuntbarsche zeigen sich auch in der Wahl des Standortes anspruchsloser. Sie kommen sowohl in der dicht bewachsenen als auch in der kargen Zone problemlos zurecht. Auch eine sehr homogen gezeichnete Population von Platys lebt hier nach wie vor in stabilen Beständen. Bei meinem Besuch sehe ich unzählige von ihnen in den dichten, grasartigen Wallisnerien, habe aber leider keine Zeit, sie intensiver mit der Kamera zu dokumentieren. Im kargeren unteren Teil finden sich einige Buntbarsche der ostafrikanischen Seen, aber ihre Stückzahlen sind eher gering. Eine letzte Fischart, nämlich der Antennenwels aus der Gattung Ancistrus, lebt hier in sehr stabilen Beständen. Man sieht sie regelmäßig, aber ihre versteckte Lebensweise lässt nur vermuten, dass die Population eventuell deutlich größer sein könnte, als man auf den ersten Eindruck hin annimmt. Der auffälligste Bewohner des Baches, wenn man ihn dann sieht, ist der rote amerikanische Sumpfkrebs Procambarus clarkii. 1973 legal in Spanien ausgesetzt, hat diese ursprünglich in Mittelamerika beheimatete Art durch weitere illegale Besatzmaßnahmen die Gewässer vieler europäischer Länder erobert. Als Überträger der Krebspest, gegen die sie immun sind, gefährden sie leider in hohem Maße die europäischen Edelkrebse aus der Gattung Astacus. Die sterben an dieser Krankheit. Heute habe ich nur ein totes Exemplar des roten Sumpfkrebses gefunden, aber das ist auch dem um diese Jahreszeit noch extrem dichten Pflanzenwuchs geschuldet. Denn bei den Wasserpflanzen hat sich eine mir unbekannte Wallisnerienart durchgesetzt, die im fließenden Wasser äußerst attraktive, aber auch extrem dichte Bestände entwickelt, in denen sich die Krebse vorzüglich verstecken können. Kleinere tropische Oberflächenwasserpflanzen konnte ich bei meinen letzten beiden Besuchen leider keine mehr notieren. Das mag aber an der Beliebtheit dieser Pflanzen und dem angeblichen Absammeln durch professionelle Aquarienhändler liegen. Das ist allerdings Hörensagen, für mich sehr schwer zu beurteilen. Der besondere Reiz dieses Baches ist für mich in der Tatsache begründet, dass neben den von mir exponiert dargestellten tropischen Bewohnern die ganz normale heimische Fischwelt zusammen mit diesen Neuankömmlingen auskommt. Sogar die Goldfische finden sich gut ein, meist sind sie im Schwarm mit Karauschen und Döbeln anzutreffen. Doch sie haben keine Chance, groß aufzutrumpfen. Der Grauchreiher lichtet ihre Reihen empfindlich, sind sie doch perfekte Ziele. Bis auf den roten Sumpfkrebs würde ich persönlich die tropischen Co-Bewohner nicht als invasive, sprich gefahrbringende Arten bewerten. Denn temperaturbedingt ist ihre Verbreitung in diesem Bach auf wenige hundert Meter beschränkt. Nirgendwo sonst in der Region hätten sie eine Überlebenschance. Im Gegensatz zu den sogenannten Guppibächen, so finden meist an den Einspeisungen warmer Abwässer, zum Beispiel durch Kernkraftwerke, haben die fremdländischen Bewohner hier im Bach eine dauerhafte Überlebenschance. Immerhin, wieder einmal ist dieser kleine Bach für Überraschungen gut. Ja, man könnte dies mit einiger Überspitzung auch als den Blick in die Glaskugel der Klimaerwärmung deuten. Ich bin jedenfalls schon auf meinen nächsten Besuch gespannt. Für heute soll es das gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bleibt abenteuerlustig und gesund. Bis bald.